Kolumbien ist ein Pferdeland. Der Umgang mit Pferden hat sich eingeschrieben in die Kultur des Landes seit der frühen Kolonisation im 15. und 16. Jahrhundert. Auch heute noch spielen Pferde eine wichtige Rolle im Leben der Kolumbianer. Und zwar, wie wir sehen werden, in vielfältiger Weise. Angesichts der schwierigen geografischen Bedingungen Kolumbiens und der seit vielen Jahrzehnten stillgelegten Schienenverkehrswege ist das Pferd in vielen Fällen unverzichtbar. In den ländlichen Territorien werden Pferde nach wie vor als ganz normale Transportmittel eingesetzt. Als Arbeitstiere, wie beispielsweise bei der Zuckerrohrernte. Für das Freizeitvergnügen, für diejenigen, die es sich leisten können. Wir werden hier Zeugen einer Cabalgata mit den für Kolumbien typischen Vollblutpferden, den Paso Finos. Eine Pferderasse, die neben den drei typischen Gangarten Schritt, Trab und Galopp noch eine vierte Gangart, den Tölt, beherrschen. Dieser Tölt gilt als die bequemste Gangart unter dem Sattel. In der malerischen Stadt Villa de Leyva besuchen wir ein Gestüt und erfahren mehr über diese einzigartige und mittlerweile weltweit sehr beliebte Pferderasse. Paso Fino bedeutet so viel wie feiner Gang. Im Tölt lässt sich das Pferd in drei unterschiedlichen Tempi reiten. Hier sehen wir den klassischen Viertakt-Staccato, der oft auf Turnieren und Shows zur Klangverstärkung auf einem Holzsteg geritten wird. Daneben beherrschen die Pferde noch den Paso Corto, dessen Geschwindigkeit mit dem bei uns bekannten Arbeitstrab vergleichbar ist. Im Paso Largo, dem schnellsten der drei Tölt-Tempi, setzt das Pferd die Beine so raumgreifend, dass es fast Galoppgeschwindigkeit erreicht, allerdings in einer für den Reiter wesentlich bequemeren Weise. Und was die Paso Finos auch einzigartig macht, ist das sogenannte Brio. Es bedeutet, dass die Pferde zwar temperamentvoll, aber dennoch ausgesprochen gutmütig und ohne Schwierigkeiten zu reiten sind. In der Nähe von Subachoque, ganz in der Nähe der Hauptstadt Bogotá, befindet sich ein Gestüt, das sich auf die Zucht von arabischen Vollblutpferden spezialisiert hat. 9 Tage der
Ya tiene nombre la 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 potranca nueva. Emma. Emma. Und die Mutter ist dann weiß, ne? Oder? Und das Jüngste ist das da. Ja, süß. Ah, okay. Ya escogieron cuáles van a llevar. Sí, ya. Ven. A él le gusta correr con los caballos, se da vueltas. Sí, y está, se emociona, ¿no? Sí. También, ¿no? Está. De las vacas, y ahora también les echaban eso. Porque le regaló una cámara de video cuando yo iba a comer. Recordamos que estamos ubicados aquí al lado de la iglesia frente al parque principal. 19. Feria Microempresarial y Artesanal. Und selbstverständlich spielen Pferde auch bei den großen Landwirtschaftsausstellungen in den verschiedenen Regionen eine große Rolle, wenngleich sie dabei oft nur eine Nebenrolle spielen, wie zum Beispiel hier auf der großen Ausstellung des Züchterverbandes für Holsteinkühe in Zubatschocke. Mit großer Hingabe werden die Tiere sorgfältig vorbereitet, um in dem Wettbewerb um die schönste Kuh in den verschiedenen Altersklassen zu glänzen. La portada. Poli Cover. Mira, pusieron a Laura. Estamos haciendo a toda la comunidad de Municipio de Zumachoque para que nos acompañen a partir de este nombre de la comunidad del municipio de Zumachoque. Und wie fast immer bei wichtigeren Veranstaltungen in Kolumbien beginnt man mit dem Absingen der Nationalhymne. La inauguración, el acto, los actos protocolarios, esta exposición de la raza Holstein, Expo Leche Zumachocque 2012. Nos ponemos de pie y entonamos el himno nacional de la República de Colombia. Thank you.
un fuerte aplauso a la banda de mayores de Subachor. El primer puesto del concurso nacional de bandas es Villeca. A partir de la 1 de la tarde, show de caballos y show musical en esta exposición de la raza Holstein de Smoleche 2012 en Subachor, en Cundinamarca. Die von den Preisrichtern prämierten Kühe werden dem Publikum präsentiert vor einer riesigen Leinwand, auf der eine Landschaft abgebildet ist, die mir sehr bekannt vorkommt. Und natürlich, was sollte es sonst sein? Es handelt sich um Schleswig-Holstein. Doch nun beginnt das Spektakel für Pferdeliebhaber. Nun sind es andalusische Vollblutpferde, die im Mittelpunkt stehen. Stierkämpfe waren in Kolumbien schon seit vielen Jahren heftig umstritten und hatten viel von ihrer früheren Popularität eingebüßt, sodass einige Gemeinden schon ganz darauf verzichteten, sie durchzuführen. Seit 2024 ist nun der Stierkampf in ganz Kolumbien verboten durch ein Gesetz der Regierung Petro. Um aber weiterhin zeigen zu können, wie die andalusischen Pferde die hohe Schule der spanischen Reitkunst auch in solchen Situationen beherrschen, greift man nun auf unblutige Simulationen zurück, wie wir sie hier sehen.